Die Corona-Fälle in der Fleischindustrie, die scheinen ein großes Problem zu sein. Warum ist das denn überhaupt so? Das sieht man daran, dass die Arbeitsbedingungen auch sehr schlecht sind in der Fleischindustrie. Also das sind ja bundesweit ungefähr 30.000 Beschäftigte, die in Großschlachtereien arbeiten. Sehr viele davon sind über Werksverträge beschäftigt, sehr viele Rumänen darunter. Und die Unterbringung ist sehr prekär. Das heißt, die Leute werden oft, die Arbeiter in Schrottimmobilien untergebracht, verdienen sehr wenig Geld und fahren dann auch gemeinsam in so Minibussen zur Arbeit, wo auch das Infektionsrisiko hoch ist. Also zum Beispiel gibt es den Bericht von der Firma Müller Fleisch. Dort sind ungefähr 100, das in einer 117 Quadratmeter Wohnung wohnen da 16 Arbeiter. Also da sieht man sozusagen, wie beengt das zum Teil dazugeht. Mhm. Arbeitsminister Heil will daran nun etwas ändern. Was könnte sich denn durch seinen Vorstoß tatsächlich ändern in der Branche? Also das Kernproblem sind ja wirklich diese Werksverträge. Damit lagern die Großschlachtereien einfach die Verantwortung aus oder ab auf Subunternehmer. Das heißt, sie beschäftigen diese Arbeiter gar nicht direkt. Also 80% der Arbeiter, so schätzen manche Insider, sind über Werksverträge beschäftigt. Und diesem Zustand der Werksverträge will Arbeitsminister Heil Einhalt gebieten. Er hat gesagt, es gibt einen Gesetzesentwurf, in dem steht, dass diese Werksverträge in dieser Form nicht zulässig sein sollen. Dafür sind die Werksverträge ja übrigens auch gar nicht gedacht gewesen. Sie sind dafür gedacht, dass man Spitzen in der Produktion vielleicht abfedert durch Werkverträge, aber nicht, dass man die ganze Belegschaft oder nahezu die gesamte Belegschaft über Werksverträge beschäftigt. Es gibt in Westfalen einen katholischen Pfarrer, der sich sehr intensiv mit dieser Beschäftigungssituation auseinandersetzt. Und der spricht wirklich davon, dass diese Mitarbeiter in der Fleischindustrie moderne Sklaven sind. Also die bis zu 60 Stunden pro Woche arbeiten und schlecht abgesichert sind, in schlechten Unterkünften leben und auch schlecht verdienen. Blicken wir noch mal auf die aktuellen Corona-Zahlen. Dabei fällt ja auf, dass die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland rückläufig ist. Dennoch gibt es hohe Zahlen in Schlachthöfen. Wie passt das denn zusammen? Ja, also vielleicht ganz grundsätzlich muss man sagen, ich glaube, die interessanteste Zahl, wenn man täglich auf die Infizierten blickt, ist weder die Zahl der Gesamtinfizierten, die sind ja, ist ja in Deutschland bei 174.000, aber die allermeisten sind davon genesen. Noch ist interessant die Zahl der täglichen Infizierten, das sind ein paar hundert im Moment, weil diese Zahl eben stark schwankt. Das Interessanteste ist für mich immer die Zahl derjenigen, die sich in den letzten 14 Tagen infiziert haben oder die positiv getestet sind. Weil diese Zahl gibt ungefähr ein Gefühl auch dafür, wie viele Infizierte in Deutschland überhaupt leben. Und das sind im Moment gerade so 12.000 bis 13.000. Das ist ein deutlicher Rückgang, also vor allen Dingen verglichen auch mit anderen Ländern wie die USA, die in den letzten 14 Tagen noch 330.000 Neuinfizierte haben, also eine sehr große Zahl aktuell Infizierter. Wenn man sich jetzt die Landkreise anschaut und schaut, wo sind denn die meisten Infizierte, dann fällt es auf, es sind immer die Landkreise, wo es Ausbrüche gibt, entweder in der Fleischindustrie, also das heißt dann zum Beispiel in Straubing oder Coesfeld oder eben, wo systematische Testungen gemacht wurden in Altenheimen, wie zum Beispiel in Coburg und in Greiz. Das sind die zwei Hotspots. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass beide Hotspots, also sowohl Fleischindustrie als auch Altenheime, überschaubar sind. Also es ist ein lokal begrenztes Geschehen, was es für die Gesundheitsämter leichter macht, das nachzuverfolgen und Kontaktpersonen zu ermitteln. Heißt das vielleicht, dass die Corona-Regeln bald weiter gelockert werden könnten? Also die wichtigste Regel ist ja meiner Meinung nach das Abstandhalten. Und das sollte auf keinen Fall gelockert werden, weil das sieht man ja gerade durch die Ausbrüche in den Schlachthöfen oder Schlachtbetrieben, wenn man diese Regeln nicht einhält. Das heißt, wenn man eng zusammen ist mit anderen, im Omnibus fährt, zusammenlebt, in großen Massengemeinschaftsunterkünften. Das sind genau die Momente, wo das Virus dann zuschlägt und sich leicht überträgt. Also das zeigt eigentlich eher die Notwendigkeit dieser Abstandsregeln, dass doch jeder, der es irgendwie schafft, Fremden gegenüber zumindest diesen 1,5 oder 2 Meter Abstand einhalten sollte. Dankeschön, Markus Grill, für diese Einschätzung. Danke auch.